Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Ihr seht heute wieder vorzüglich aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es müsste jetzt in einer Minute ein neuer Song von Papa Platte und Danny erscheinen, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist der erste richtige Song vielleicht von den beiden mit dem richtigen Release, wenn man jetzt den Diss-Track wegnimmt. Und solche Banger, wirkliche Banger, wie den Berlin Freestyle und Allein von Kevin Alleine, wegnimmt, weil die ja noch nicht offiziell released worden sind, sage ich mal. Müsste jetzt online kommen, weil er hat gestern ein Video hochgeladen oder vor 2 Tagen. Wir haben einen Song in 72 Stunden gemacht und heute kommt dieser Song online mit Musikvideo, fett produziert, alles auf Ernst mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle Kevin zurzeit sehr, sehr krass, was Content angeht auf Twitch, was aber auch gerade Musik angeht. Solche Sachen wie Allein, aber auch den Berlin Freestyle höre ich mir sehr, sehr oft unironisch an, weil es einfach Banger sind, in my opinion. Wir hören jetzt rein, der Song müsste online sein, Freunde, es ist 13 Uhr. Ich habe ein bisschen mehr oder weniger darauf gewartet. Ihr könnt sehen, dass ich auf jeden Fall sehr gehypt bin. Das Ding ist noch nicht online. Digga, ich kann mir auch vorstellen, dass Kevin gechoked hat und dass es einfach verkackt hat. Sag nicht, er hat gechoked. Sag bitte nicht, er hat gechoked. Sag bitte nicht, er hat reingechoked bei so einem Release. Wir geben ihm noch eine Minute. Oder kommt's auf einem anderen Kanal online? Kommt's irgendwo anders online? Er hat noch keinen Musikkanal oder so. Bro, bitte choke jetzt doch nicht rein, Kevin. Er choked einfach rein. Oh, okay. Ich nehme alles zurück, Digga. Ich nehme alles zurück. Er hat nicht reingechoked. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Papa Platte und Danny mit Daytona No Flags. Oh, ey, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gehypt, weil die Sachen, die er im Stream immer gemacht hat und die ja mehr oder weniger offiziell released worden sind und auf YouTube zu finden sind, die hoffentlich bald alle auf Spotify kommen, sind actually nice, Mann. Ich höre mir die so, so unfassbar gerne an. Und nicht ohne Grund haben die Videos, wo Leute seine Songs hochladen, hunderte, 200, 300.000 Aufrufe. Ich bin sehr, sehr gespannt, okay. Ah, Digga, nicht mal 4K. Wir hören rein, Freunde. Vlog zum Song, wie gesagt, gestern gesehen. Spotify folgt! Spotify folgt! Nice. Sehr, sehr nice. Okay, wir schauen ganz kurz nur rein. Ich weiß jetzt nicht, von wem der Beat ist, aber die Dudes waren ja alle in dem Vlog zu sehen, die mit dran gearbeitet haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, Mann. Okay, let's go. Papa Platte und Danny mit Daytona No Flags. Ey, ich bin sehr gespannt. Okay, ich werde meine ehrliche Meinung geben. Okay, let's go. Okay, Videos von Benny. Hm. Hm. Kick it. Ah. Hab ich gerade gesagt, kick it, Digga. Was ist los mit mir? Oh, ey, der Beat ist aber actually schon mal nice, wie der Beat sich so aufbaut. Ist actually nice. Den Dollarkurs. Oh, ey, nice, 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 nice. Erstmal zum Anfang. Ich finde es sehr, sehr geil, dass Kevin halt den ersten Part macht, aber Danny schon die Adlibs gibt. Ich finde sowas immer richtig geil, wenn man sich so ein bisschen im eigenen Part mit Adlibs irgendwie so, das heißt supportet, aber so was mit reingibt. Wisst ihr, ich weiß nicht warum, aber ich liebe das auch letztens bei dem LEP. Sampler, sag ich mal, wo der Song ja mit allen Leuten war, wo die auch so gegenseitig im anderen Part denn die Adlibs gegeben haben, fand ich sehr, sehr stabil. Guter Einstieg von Kevin, ey, sehr, sehr nice, Mann. Und auch dieses check ich kurz den Dollarkurs, wo kurz das Tempo rausgenommen wurde, geil, Mann. Es hört sich sehr routiniert schon an, finde ich. 3 Uhr morgens, show up in dem Bando. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens, Cops halten an, ich komme locker durch. Yeah. Und check jetzt mal den Dollarkurs. 3 Uhr morgens, show up in dem Bando. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens. Die Luciane Adlibs. Buh, 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 buh. Show up in dem Bando. Geil. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens, Cops halten an, ich komme locker durch. Yeah. Und check erstmal den Dollarkurs. Ey, ich finde die Betonung da so angenehm. Und check erstmal den Dollarkurs. So richtig, so auf abgehoben einfach, wisst ihr, aber auf dieses passende, sympathische abgehoben, was man auch bei Ufo oder Jamule fühlt. Halten an, ich komme locker durch. Yeah. Und check erstmal den Dollarkurs. Guck auf meinen Namen, sieh die Uhr, ja, ich flex up. Drippe bei dir, ja, 40 Racks. Fuck. 99 DMs, ich fühl mich wie ein Trapstar. Ja, ich stapel weiter die Bags. Fuck. Ey, ich finde, Danny hat so eine angenehme Stimme zum Rappen. Er hat so eine angenehme Stimme. Er hat so eine angenehme Stimme bei Danny. Ich kann mir das echt vorstellen, dass er das einfach... Ich hoffe es auch, dass es beide irgendwie ein bisschen weiter verfolgen und durchziehen.
Weil die als Duo auch so krass nice zusammen sind, Mann. Boah, es ist angenehm, angenehm. Oh ja, ich flex up. Doppel bei dir, 40 Racks. Fuck. 99 DMs, ich fühl mich wie ein Trapstar. Ja, ich stapel weiter die Bags. Fuck. Will eine Rolex, Daytona, no flex. Boah, der Beat ist aber auch mächtig, der Beat ist mächtig, Mann. Die Bags. Fuck. Will eine Rolex, Daytona, no flex. Boah, jetzt die Codec, no cap. Oh, ey, fick deinen Codex. Stapel die Millis, weil keiner den Shit sieht. iPhone auf Flypod, weil deine Stimme abf... Oh, oha, was ein geiler Flow-Change bei Danny auf einmal. Holy shit. Okay, okay, ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Stimmlage bei Danny hat mir in, im Berlin-Freestyle ein bisschen besser gefallen. Die ist hier ein bisschen höher, die ich aber auch angenehm finde. Aber man sieht einfach, er kann viel mit seiner Stimme machen, so wisst ihr, wie ich meine. Aber ich finde, beim Berlin-Ding war es ein bisschen angenehmer von der Stimmlage her. Aber der Flow-Change gerade war nice. Codec, no cap, oh, ey. Buh, 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 buh. Fick deinen Codex, stapel die Millis, weil keiner den Shit sieht. Fuck! iPhone auf Flightmode, weil deine Stimme abfuckt. iPhone auf Flightmode, weil deine Stimme abfuckt. Auch nice, wie er am Ende das Tempo rausnimmt. iPhone auf Flightmode, weil deine Stimme abfuckt. Digga, das ist richtig nice. Das ist richtig, richtig nice sogar. Keiner den Shit sieht. Fuck! iPhone auf Flightmode, weil deine Stimme abfuckt. Dylan und Mylon, dicker, ein großer Abstand. Oh, ey, nice, Mann. Dein Lohn und mein Lohn, ein großer Abstand. Heftig. Das gefällt mir bis jetzt am allerbesten, muss ich sagen. Flypod, weil deine Stimme abfuck. Ey, dein Lohn und mein Lohn, ein großer Abstand. Ey, gutes Sticker auch platziert noch. Sippe an der Capri-Sonne, ganz entspannt. Ey, fick alles, weil ich mir alles leisten kann. 3 Uhr morgens, show up in einem Bendo. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. 5 Uhr morgens. Ey, ich hätte mir bei Voll auf Sendung eine Adlib mit Voll auf Sendung gewünscht irgendwie. Ich weiß nicht warum, das hätte geil gepasst, glaube ich. Aber ich muss sagen, in der Hook die Stimmlage von Kevin, sehr geil. Sehr passend. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. Voll auf Sendung. Morgens Cops halten an, ich komme locker durch. Yeah. Und check erstmal den Dollarkurs. Ich muss wirklich sagen, die Stimmlage von Kevin gefällt mir sehr, sehr gut in der Hook. Besser als sonst irgendwie. Weil ich finde, er kann dieses Ruhige sehr gut, wie bei Allein zum Beispiel, wo es ein bisschen kratziger wird. Aber hier, das kann er auch sehr, sehr gut finden. Morgens show up in einem Bando. 4 Uhr, 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. Voll auf Sendung. Morgens Cops halten an, ich komme locker durch. Yeah. Und check erstmal den Dollarkurs. Ist auch ein Ohrwurm auf jeden Fall, ist ein Ohrwurm. Okay, sorry, dass ich so viel pausiere, Leute. Ich will viel sagen irgendwie. Wir geben uns jetzt den Part von Kevin. Aber auch, wie gesagt, nicer Beat einfach. Kommt noch ein Part von Kevin? Das war's schon. Ich dachte, es kommt noch ein Part von Kevin vielleicht. Es war's einfach schon. Das war's einfach schon. Oh, viel zu kurz leider. Aber geil. Hä? Oha? Hä? Ey, Kevin, Sascha, was geht? Ey, Danny, was geht? Hey, Sascha, was geht? Hat alles gepasst? Ja, Digga, ey, Bruder, danke nochmal für die Uhr, Mann. Ey, darf ich doch nicht. Ich würde gerne, ne? Oha, hä? Hä, wie nice! Hä? Das sind einfach, das sind Freunde von mir. Ey, wie geil das für Danny und Kevin sein muss. Warte, Kevin hat Sido ja schon mal getroffen. Kevin hat Sido schon mal getroffen, aber ich glaube, Danny hat Sido noch nicht getroffen. Kevin hat Sido bei dem Knossi-Ding mal gesehen. Aber Danny glaube ich noch nicht. Ey, Fanboy-Moment mit Sido, Alter. Das sind Freunde von mir. Nein. Aber das sind Freunde von mir. Digga, Ehre, dass Sido da auch mitmacht. Für sowas liebe ich Sigi. Ey, wie cool! 3 Uhr morgens show up in einem Bando. Ey, wie nice! 13 Joints, ich bin voll auf Sendung. Voll auf Sendung. Morgens Cops halten an, ich komme locker durch. Und check erstmal den Dollarkurs. Geiles Ding, holy shit, ein bisschen zu kurz, my opinion, ein bisschen zu kurz, aber für den ersten richtigen, richtigen Release nach dem Diss-Track gegen Reefed, sag ich mal, ja, richtig geil, ich bin richtig zufrieden, Mann, ey, ich habe mich echt drauf gefreut, so, weil ich, wie gesagt, gerade Kevin letzter Zeit viel verfolge und auch das Musikding krass fühle, was er gerade fährt und das auch krass verfolge irgendwie. Und keine Ahnung, Mann, ich bin voll happy, wenn man diesen jungen Mann hier sieht, Digga. Nein, ich bin voll happy, dass das so funktioniert, weil man merkt einfach, er hat Bock darauf und dass er das wirklich will, so wisst ihr, dass er da mit Liebe und Leidenschaft dabei ist, so. Und ey, es zahlt sich irgendwie aus, es macht Bock, also wir haben ja alle Bock, so, die Leute in der Community und, Digga, das Ende war richtig schön gerade noch mit Sigi und Sascha dabei, richtig sympathisch einfach und, guter Song, ganz ehrlich, nicer Song, den würde ich mir auf jeden Fall in meine Playlist auch so reinpacken und auch unironisch hören.
Genauso wie der Berlin Rap Freestyle und Allein. Das sind meine zwei Favorites bis jetzt, von denen, die er released hat. Und ich freue mich auf die richtigen Sachen und auf die nächsten Sachen einfach. Holy shit, man, wer hätte das gedacht, dass Kevin einfach gute Musik machen kann? Keiner. Nein, Spaß, Mann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Freunde, lasst mal eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Checkt auf jeden Fall den Link zum Original ab, ganz oben in der Beschreibung. Bis dann, bleibt fresh, Freunde. Und ciao.